Strafexpeditionskräfte Kiew setzen ihre Angriffe auf die zivilen Gebäude der Stadt Lugansk fort. So sind am 28. Juli infolge eines Beschusses durch die Strafexpeditionskräfte 5 ältere Menschen im Altersheim in Lugansk ums Leben gekommen. Der Versuch der pro-Kiewer Kräfte, die Kontrolle über die Absturzstelle der Boeing 777 zu übernehmen, wird eine Verletzung der Resolution des UN-Sicherheitsrates sein, teilte der ständige Vertreter Russlands bei der UN, Vitali Churkin, mit. Ebenfalls drückte er seine Sorge über die Äußerung der ukrainischen Regierung über die Möglichkeit einer kriegerischen Operation an der Absturzstelle aus.